Okay, ihr müsst jetzt alle eure Lauscher öffnen. Denn ich erkläre euch das Spielprinzip. Und zwar jetzt. Spielprinzip ist ganz, ganz leicht zu verstehen. Ihr müsst es nur einmal im Kopf haben und dann habt ihr es begriffen. Rasieren und Kassieren ist ein neues Format, was die Leute da draußen belohnt, die rasieren. Es bringt nichts, wenn du den Win holst. Es bringt nichts, wenn du Late Game gut turteln kannst oder keine Ahnung was. Das bringt dir alles gar nichts. Am Ende des Tages kommt es nur auf deine Kills an. Insgesamt gibt es heute bis zu 600 Euro zu gewinnen. Dieses Format, wenn das heute gut bei euch ankommt, dann wird das jede Woche stattfinden. Und wenn es richtig gut ankommt, machen wir es sogar zweimal die Woche. Der Partner des Ganzen heute Abend. Und dafür möchte ich einen riesen... Wir können nicht applaudieren. Ihr seht es hier direkt über mir. Elgato. Mein Partner schon seit 5 Jahren. Die haben mir gesagt, du willst den Moneyboy spielen? Wir müssen doch nicht direkt so persönlich werden. Und die so, weißt du was, Amar? Hier ist die Supreme Cash Gun! Leute, 250 Euro ist safe für den Gewinner. Aber es gibt noch auch andere Sachen, die safe sind. Das ist das Finale. Davor spielen wir aber noch das Halbfinale. Dieses Halbfinale, das habe ich ja schon angeteasert, das wird in Customs sein. Aber nicht so wie in sonst, wie ihr das kennt aus den Customs. Jedes Mal, ey, ich muss aufs Late Game sweaten und so. Dann werde ich jetzt unlucky noch weggelasert, weil ich gerade reinrotiere. Ich habe die Zone nicht, whatever. Heute geht es nur darum, die Kills zu machen. Selbst in der Custom-Runde. Und jetzt gibt es eine ganz, ganz wichtige Regel. Wir werden insgesamt 4 Custom-Runden haben. Erste Custom-Runde, offen für alle. Ich sag den Key, ihr seid schnell genug und landet in meiner Lobby. Ich schaue euch in-game zu. Da gibt es noch ein Spielprinzip. Die zweite Runde, nur für Subs, alle meine Subs, bitte auf meinem Discord sein. Dort gibt es einen Raum, wo ihr euch befindet, für dieses Turnier. Dritte Runde, wieder offen für alle. Vierte Runde, sage ich euch dann. Okay, ich sag nochmal ganz kurz zum Spielprinzip etwas. Spielprinzip ist ganz wichtig, dass ihr das versteht. Derjenige, der in dieser Lobby... Warte. Alter, was macht er da? Das sieht mega solide aus, aber... Ich wollte gerade sagen, aber reicht es für ihn? Und Keyboarder ist komplett cracked. Der hat 3 Kills. Wenn man nicht die 15 Kills schaffen sollte, dann kriegt derjenige... Alter, solide. Holy shit! Keyboarder! Und derjenige, der... Also, wenn die Leute keine 15 Kills geschafft haben, dann kommt derjenige weiter, der die meisten Kills in der Lobby hatte. So ist das Prozedere. Oh, das sieht schlecht aus für ihn. Das sieht schlecht aus für ihn. Der Drumgun-Spieler direkt in ihm drinne und er kann nichts machen, weil der Bot in ihm drinne steht. No way, Keyboarder ist raus. Ah, jetzt flext er. Jetzt flext er aber. Oh, Gegner ist gar nicht mal so schlecht. Gegner ist gar nicht mal so schlecht. Lol, what the fuck? Er muss runter. Er hat gar nicht genügend Metz dafür, lol. What the fuck? Was macht er da? Der ist in seiner Box. Ist das... Alter, Sweezy, jetzt streng dich mal an. Er hat keine Metz mehr, glaube ich. Gegner hat keine Metz mehr, oder? Macht er gut? Geht auf Low Ground, muss seinen Rocket Launcher nachladen und dann muss die Drumgun eigentlich reinpfeffern. Alter, 10er Ticks. Ja, das war's. Wir haben gerade Season 3 wieder zurückgebracht mit diesem Endgame. Versteht ihr das? Wir haben Season 3 mit diesem Endgame zurückgebracht. So, Khan geht für den Edit. Geht für den Hit und holt ihn sich. Er hat jetzt alles. Er hat jetzt alles. UX Guy direkt neben ihn. Unter Pressure. Und noch ein Gegner. Holy shit. Wer ist das? Wer ist dieser LB Khan? Endlich sehen wir mal hier richtig Action. Was ist das denn? Sky jetzt gegen Khan. Drumgun versus nicht Super Sky. Er hat die Super Sky gar nicht. What? Alter. Sky will ihn hier nerven, ne? Sky ist ja Controller-Spieler, kennen wir ja. Schöne Hits! Schöne Hits! Und damit ist Sky down! 9 Kills von Khan! Die einzige Frage ist, wie viele Kills schafft er zum Schluss? Er will jetzt den Gegner pressuren. Die ganze Zeit Rocket schießen. Er hat selber nur noch 160 Mets. Der Khan. Der Khan, der kann es. Der Khan, der kann es. Das sage ich euch so, wie es ist. Drumgun rein. Boom. Gegner ist One-Shot. Gegner ist One-Shot. Ein Schuss muss nur durchgehen. Ein einziger Schuss muss nur durchgehen. Er hat auch noch den Grappler. Er hat keine Mets. Das ist halt das Problem. Ein einziger Schuss.
Alter, er will ihn unbedingt haben, ne? Hä? LB Khan, herzlichen Glückwunsch dafür. Bis jetzt hast du dir noch nichts erspielt. Im Finale kannst du mindestens 250 Euro gewinnen. Aber Maximum, weil du den Fuffi ja jetzt nicht geearnt hast, 400. Du könntest aber 400 Euro im Finale gewinnen gleich. Im Solo vs. Squad. Galaxy hat 4 Kills. Er müsste jetzt 3 Leute holen. Und dann wäre er auch da weiter. Er hat halt die Super Scar. Er hat den Grappler. Und er muss jetzt die Kills holen. Und das macht er. Wieso wastet er so seine Maps? Na, ich weiß nicht. Schöne Hits, Doppelhit. Doppelhit instant. Er muss jetzt wieder hoch, Gegner direkt über ihm. Er muss jetzt wieder hoch. 6 Leute sind noch am Leben mit ihm zusammen. Er hat 6 Kills. 7 Kills braucht er mindestens. Er ist im Finale. Er ist im Finale, es kann ihn keiner mehr ablösen. Oder? Doch, Wasserpfeife, wenn er 4 Kills macht? Der Galaxy hat 0,0 Metz. 0,0 Metz. Ach du Scheiße. Er muss auf Highground. Er muss eigentlich auf Highground drauf. Macht er. Unter ihm sind alle... Sind drei. Unter ihm sind halt 3 Gegner. Und er ist tot. Das war's aber. Das war's aber. Die Runde ist entschieden. Ja, genau richtig von Schlitzer. Genau richtig. $3 Millionen Turnier oder was machen die da? Ah ja. Wir haben ja jetzt gerade 4 Custom-Runden gespielt. Diese 4 Custom-Runden sind vorbei. Jetzt haben wir 4 Qualifikanten. Wir haben den Khan, wir haben Sweezy, wir haben Matti, wir haben Galaxy. Alle 4 von den Jungs haben kein safes Preisgeld bis jetzt. Was sie aber machen können ist, Runde 1, beispielsweise Khan holt direkt 15 Kills als erster. Bedeutet, er kriegt schon mal 50 Euro safe. Das bedeutet, schnelles Kills holen wird belohnt. Viele Kills holen wird aber auch belohnt. Weil, je mehr Kills du holst pro Runde... Es sind 3 Runden insgesamt. Alle 3 Runden zusammen werden addiert. Nicht Runde 1 für sich, Runde 2 für sich, Runde 3 für sich, sondern alle 3 Runden zusammen werden addiert. Und der Gesamtsieger kriegt insgesamt 250 Euro. Er hat 2 Kills, ne? Oh, nice. Keyboard Fishy. Ah, okay. So. Jetzt wird's interessant. Das ist ein Heli-Squad. Auf einen Heli-Squad hat niemand Bock. Er hat aber die Drumgun. Er hat einen Rocket Launcher. Ist nur einer. Der naded. Der ist lost. Ja, der ist lost. What? Hit ihn trotzdem? Ah, ist down. Lord Eddie, Digga. Bro. Was zur Hölle macht Lord Eddie? Galaxy down. Matti ist der Einzige, der jetzt übel weit vorlegen kann. Leute, das ist das, wie Solo vs. Squad funktioniert. High Risk, High Reward. Wisst ihr, was das bedeutet? Du gehst ein großes Risiko ein, aber dafür wirst du auch groß belohnt. Er ist auf Agency gelandet mit der Drumgun, holt sich den Rocket Launcher, holt sich die Drumgun und hat alles, was man braucht. Standings gibt's gleich nach der Runde. Boah, was? Links neben, rechts neben ihn ist halt noch ein Gegner, ne? What? Holt den! Und der letzte ist unten. Ich glaube, das ist der letzte aus dem Squad. Nee, ist noch einer. So, 11 Kills. Leute, er kann jetzt der Erste sein, der sich hier zu 100% schon mal einen Fuffi saved. Er wäre der Erste heute. Holy shit! 13 Kills! Ich hoffe doch, dass er krass ist. Sonst wäre er doch hier komplett unnütz im Finale. Guckt euch das mal an. Der Gegner ist aber auch komplett lost. Also beides. So L2 Max. Junge, der spielt gerade mit seinen Freunden. Der spielt gerade mit seinen Freunden, Leute. Das müsst ihr verstehen. Schöner Hit. Bam. Wenn er jetzt für den Finish geht. Das ist es. Das ist es, Leute. 15 Kills. 15 Kills bedeutet 50 Euro safe. Wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr, was das bedeutet? Leute, darauf warte ich schon den ganzen Abend. Genau darauf. Ja, genau 15 Kills.
Basti, kannst du Legende werden. Und das wird er hier heute. 50 Euro auf dein Deck, Leute. Abfahren. Maximal lost. Sehr schön. Genau das will ich sehen. Maximal loste Gegner, die ihm nicht eine große Herausforderung sind. Und er soll die einfach alle nur slayen. Aus der Hüfte heraus mit der Drumgun. Weil Shark ist halt krasser Loot, ne? Du kannst auch direkt early down gehen. Aber das ist das. Es gibt gleich halt nur noch eine Runde. Es sind 3 Runden insgesamt. Yo. Er hat noch ich wollte gerade sagen, er hat noch eingenockt. Und holt sich da den nächsten Gegner. Damit hat er 8 Kills. Oh, schön. Digga, er ist so einer. Oh, wie laggy. Wie schön laggy das bei ihm ist. Diese Bitrate ist wundervoll. Doch, doch. Das ist geil. Beide jetzt nebeneinander. Oh. Oh mein Gott. Ich wollte ihn einfach direkt holen. Oh mein Gott. Gönnen sich jetzt 2 Flopper. Ja, dann direkt die Minis und dann direkt den Slap. Ja. Oh. Ein Flopper hat er halt noch. Mehr, er kann halt noch reinschwimmen. Gegner direkt vor ihm. Das ist der letzte Gegner aus diesem Squad. Oh mein Gott. Er hat keine AR-Muni mehr. Muss mit SMG rein. Gegner ist lost, aber er hat 0 Muni in allem. Stark. Gegner lost, er holt ihn sich. Gehen direkt rüber zu Matti. Matti ist in einem Fight. So, 15 Kills kann keiner mehr erreichen. 15 Kills kann einfach keiner mehr erreichen von denen. Der war ein Tutu. Okay. Er ist Maus- und Keyboard-Spieler. So geil das Format. Freue mich, wenn das häufiger kommt. Vielen Dank, Bro. Das war's. Gegner ist lost. Das war's. Finished. No way. No way. Wer holt ihn sich? Er holt ihn sich. Er holt den letzten Kill. Holy shit. So. Das sind die Standings nach der 2. Runde. Das heißt, wir haben Matti mit 27, Khan mit 14, Galaxy mit 9 und Sweezy mit 2. Ich sag mal so. Wäre ich Sweezy, würde ich komplett auf die schnellen 15 Kills gehen wollen. Damit ich mir den safen Fuffi mitnehme. Alter, die nächste Runde geht los und Sweezy ist direkt down. Ach du heilige Scheiße. Oder du bist wanted. Oh, stark! Unter ihm noch ein Gegner, der One-Shot ist. Also Leute, ich will mal eure Meinung wissen im Chat. Denkt ihr, dass Khan das gewinnen kann? Oder denkt ihr, dass Matti ist einfach schon safe? Dein Ping ist die ganze Zeit auf 100, ja, ich weiß. 2 Controller-Spieler. 2 Controller-Spieler. Halt er ist halt dead. Bro. Er ist halt dead. Einer ist im Gebüsch. What? Nein! 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 Das war's! Wir können nicht genug believen. Das geht gar nicht. So viel kann man gar nicht believen. Er trifft einfach nicht. Er shaked! Er shaked! Ja, Mann, ich werde nie wieder streamen. Ich nehme nicht mal die 50 Kills. So, finalen Kills. Khan 4. Matti 4. Alle anderen beiden 0. Das sind die finalen Standings. Stand jetzt. Standings stand jetzt. Ich bin aber nicht zufrieden. Ich glaube, ihr da draußen seid auch nicht zufrieden. Das safe Preisgeld für Matti ist Stand jetzt 300 Euro. Das ist das, was ihn keiner nehmen kann. Dicke GGs in den Chat. Nochmal gerne auch den Link von Matti in den Chat. Matti hat das allererste Rasieren und Kassieren gewonnen. Jetzt kommt das große Aber. Ich möchte jetzt was ganz, ganz Besonderes machen. Was haltet ihr davon? Weil ich bin nicht zufrieden, ich bin noch ein bisschen zu hungrig dafür gerade. Was haltet ihr davon, wenn wir als Viewing Party Boss, als menschlicher Boss, als der vergleichende Boss, als der Coaching Boss und jetzt seit neuestens auch heute für dieses Format der flexende Boss, wenn wir jetzt sagen, wir erweitern das Format nur für heute, das ist heute eine Ausnahme, merkt euch das bitte, das ist nur eine Ausnahme, wir schicken die nochmal in Solo vs. Squad, aber jeden in einem 1v1 und jeder von denen, auch Matti selbst, er hat schon 300 mitgenommen, aber ich möchte nochmal, wir schicken die nochmal in Solo vs. Squads und jeder von denen kann dann sich den Fuffi erarbeiten.